Ja, dann halt jetzt wieder mit so Rätselelementen, ne? Ist auch nicht schlecht. Cool. So, da sind wir wieder. Ewige Einheit der zwei. Okay, aber diesmal sind die eindimensionaler, die Plattformer. Nope. Nee. Wahrscheinlich muss ich so gucken, dass ich. Ach, was? Nee, bei weitem nicht. Hä? Ja, aber wie? Was denn in Gottes Namen? Also, das war. Hätte ich halt dann. Weißt du? Da machst du es gerade gut und dann verpeilst es einfach wieder. Boah, Alter, der Sprung ist super knapp und ich muss wahrscheinlich. Das ist doch ein Witz einfach. Weißt du, du schaffst das gerade und dann. Dann failst du einfach an dem billigsten Kackjump auf der ganzen Welt, ey. Das ist doch nicht dein Ernst einfach. Nee. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch echt. Kot ist das doch. Oh. Also die Dinger, die Gondeln, also muss ich ja mal ganz fairerweise sagen. Da fand ich die gar natürlich! Da fand ich die Gondeln eben aber um einiges cooler. Die waren cooler umgesetzt und eingebaut. Das ist jetzt echt so eindimensionales. Könnte jeder Lappen-Designer drauf kommen. Ich dachte, ich fall wieder durch, deswegen dachte ich, spring nochmal, aber dann in dem Moment kommt er natürlich da drauf. Danke, Hurens. Jetzt erklär mir nochmal, warum ich nicht direkt gleich ganz runter droppen sollte. Das ist viel einfacher. So. Ich möchte Sachen kaputt schlagen gerade. Warum? Doppelsprung? Nee, heute wieder mal nicht. Nee, keine Lust. Das ist aber nicht so schön, wenn du keine Lust hast. Danke. Natürlich, der letzte Jump. So. Weißt du, wir haben den Raum halt noch nicht lang genug gesehen. Und wir wollen dem Raum jetzt nochmal ein bisschen Zeit geben, ja? Dass er uns auch wirklich alle Facetten von ihm zeigen kann. Dankeschön. Oh, drei Räume mit Loren. Ist jetzt aber erstaunlich. Ach, die Bitch. Ist das irgendwie nicht. Aha. So, wo jetzt im. Oh mein Gott, diese Jumpsesse. Oh, ups. Das kommt dann halt auch echt noch richtig hart dazu. Die Jumps sind halt mittlerweile echt alle nur noch Jokes. Was mache ich denn da? Ich muss sofort weiter. Also, ganz ehrlich, es gibt halt keinen nicht mehr knappen Jump, ne? Und was mache ich da jedes Mal? Schon nicht so smart, da. So, komm. Das ist ein Witz. Das ist literally ein Witz. Der Jump. So, was kommt danach noch? Okay, das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Da muss man sich darunter lassen. Das sieht jetzt auch nicht so grauenhaft schlimm aus, aber
Aber keine Ahnung, muss das denn sein? Dieser eine Jump, der da einmal hier. Der da. Geht doch, dankeschön. Alter, die Lore geht ja mega schnell nach unten. Was soll der Schwachsinn denn? Oh mein Gott. Na toll. Okay, so schnell wie ich. Oh mein Gott. So schnell wie ich dann gerade versucht habe, die Dinger zu dodgen, ging es dann doch nicht runter. Super. Fehlt das Feintuning einfach mal wieder. Okay, aber der Sprung geht jetzt schon mal besser. Nein, warum fällst du denn, du dummes Stück Kit, ey? Weißt du, so viele Sachen, die du machen kannst. Du kannst, weiß ich nicht, auf der Plattform Gitarre spielen, du kannst auf der Plattform stehen zum Beispiel mal. Aber runterfallen ist halt sowas von keine Option. Leck mich mal am Nüsseken. Oh, warum habe ich gesagt, der Sprung geht jetzt besser? Es ist immer die Kastration dafür. Kastration? Ja, genau, das war bestimmt das Wort, was ich sagen wollte, nicht. Aber die Garantie darauf, dass du einfach nur noch verkackst an den Jump. Nur noch. Ja, Double Jump. Na, du musst auch mal wieder deinen Auftritt haben. Hast du schön gemacht. Steht das ja immer mal wieder. Täglich grüßt der Double Jump. So, jetzt aber. Ich bin ein Felsbrocken. Und ich falle nach unten. Weil die Schwerkraft sagt, nach oben fallen ist uncool. Natürlich muss sowas noch kommen. Wofür hätte auch. Oh mein Gott. Wofür hätte auch sonst da die auch Ausbuchtung recht sein sollen? Weiß es nicht. Mann! Eigentlich schon durch, immer noch. Okay. Bitte. Ach, das ist doch Kit, runter! Ist keine, sowas von überhaupt gar keine Option. Das ist der Wahnsinn, wie das keine Option ist. Du musst das halt jetzt mal lernen, das runtergehen. Oh mein Gott, dass ich irgendwie auf der Plattform am Rumbaggen gewesen, getan, getut seid. Und dann war vorbei. Alter, dieser Sprung ist so knapp. Warum muss dieser Sprung so knapp sein? Dankeschön. Das haben wir da mal. Oh mein Gott, der nimmt mir die Plattform da weg, oder was? Ja, der nimmt mir sowas von die Plattform da weg. Das heißt, Mann, ich speichere hier eine Ecke. Wollen sowas von hart keine Zeit verlieren. Ach, du bist doch scheiße jetzt. Hör mal auf hier. Oh mein Gott. Also, du denkst dir so, yeah, ich hab's geschafft. Und dann sagt das Spiel, nope. Du nicht. Wow, da muss man dann sich wieder beeilen. Oh mein Gott. Ja. Das ist halt ein durchlaufendes Theme in dem Spiel. Hey, du musst dich beeilen, ansonsten stirbst du. Moment. Ja, doch. Ja, doch. Ach, fick dich doch, weißt du? Bist du so ein, zwei Spikes weniger? Würden es halt ab und an auch tun. Mann, weißt du, es ist halt so dumm einfach jedes Mal. Jeder Tod hier ist nicht an der nachvollziehbaren Stelle, sondern einfach nur, weil Kit von Kit Dummheim bis Heimel in irgendwelche random Spikes reinjumpt oder reinläuft. Jedes fucking Mal. Da zum Beispiel. Da denkst du dir so, ja, okay, ich hab's geschafft bis da zu dem Punkt.
Und dann sagt der Spiel, nope, du hast es nicht geschafft, weil du da gerade in den Spike reingejumpt bist, der 3 Jahre über deinem Kopf drüber liegt. Aber ich jump halt trotzdem mal rein. Weil ich mir gönne heute. Fuck off. Fuck einfach nur off. Es geht da aber dabei geht es nur um den da unten, oder? Dann habe ich Zeit. Ich glaube schon. Ah, hier geht's weiter. Ich war gerade ein bisschen entgeistert am gucken, wie ich jetzt hätte weiter nach oben kommen sollen. Moment, die können mir aber keine Dingsi kaputt machen, oder? Ne. So, gucken wir doch mal, wo die jetzt genau hinfallen immer. Ah, das war eine doofe Idee. Muss man ja erstmal, muss ich mir ja nur den Safe Spot suchen. Oh, ups. Der erste Safe Spot, den habe ich halt schon gefunden. Ach, Double Jump, ne? Please. Okay, der prallt von den Spikes, prallt der anscheinend auch ab. Was ist denn das denn gerade? Sah grad laggy aus. So, hier ist man schon mal safe. Jetzt würde ich gerne wissen, wo man noch safe ist. Da oben ist man noch safe, hier. Jetzt, next. Okay, direkt auf der anderen Seite. Jetzt. Okay, da jumpt der auch drüber. Ne, so nicht. So geht es ja nicht, ne? Ach, das war richtig stupid. Wir haben mal nicht nachgedacht. Nein. Nein. Aus früh. Moment. Stirbt man hier eigentlich? Nein. Stirbt man gar nicht. Ach, das war richtig, aber Millimeter, Mikrometer zu früh abgesprungen. Oh mein Gott, das ist ärgerlich. Also eigentlich dürfte man halt generell nicht, wenn man so in Ecken steht, sterben. Weil diese Felsbrocken sind halt schon ziemlich grob, könnte man sagen. Mit einem Dreier schaffe ich... Und das muss ich mit einem Sprung schaffen. Speichern! Oh mein Gott. Lass doch mal knappe Jumps machen. Alter, lass doch mal richtig knappe Jumps machen. Sag ich ja. Ach, du bist doch scheiße! Weißt du? Dass man den hier mal nicht schafft und daran stirbt, meinetwegen. Dass man da oben an dem Wix-Sprung stirbt, nein. Boah, Alter, das ist richtig knapp. Ich bin Mr. Double Jump. Ich kann gar nichts. So, an dem Lumpy Jump sollte man eigentlich nicht verrecken. Yay, wir haben den Boss erreicht. Go higher. Und, da wollte ich noch gar nicht rein. Kann ich eigentlich? Bringt mir das irgendwas? Shit. Sieht aber schwer an einer Stelle aus, die nicht vorgesehen ist, dass da überhaupt irgendwer hinkommt. Weil ich mich dann halt frage, warum er denn da überhaupt, na egal. So, wir gucken uns den Boss noch, wobei. Ne, immer den Boss beim nächsten Mal. Passt ganz gut von der Zeit gerade. Gucken wir uns den Boss beim nächsten Mal an. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie, dass wir aber vor dem Boss gestoppt haben, aber passt mir gerade ganz gut. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt I Wanna Find My Destiny. Bis dahin und ciao, ciao.